Guten Morgen, Grexy People. Wo auch immer ihr gerade seid, im Auto, weg zur Arbeit, mit dem Hund spazieren oder kommt gerade zu einer Trainingseinheit. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt und bei uns reinhört. Wir freuen uns immer über Wünsche, Anregungen und Beschwerden. Und viel wichtiger noch, unsere Mission ist es, unseren besten Content for free rauszugeben. Das heißt, schaut unsere YouTube-Kanäle an. Wir haben wirklich coole Playlists zusammengestellt mit Workouts, Daily Challenges, um mal auszuprobieren, ob das überhaupt was ist, was wir da so machen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es würde uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine Review hinterlässt oder einfach ein paar nette Worte. Schönen Tag. So, heute geht es dann wirklich um Hinge vs. Squat. Ich begeistere das Thema so, deswegen kann ich da meistens nicht aufhören, drüber zu quatschen. Squat vs. Hinge, also Hüfte rotiert, quasi eine Eisenstange ist durch meine Hüfte gesteckt und ich rotiere nach vorne, nach hinten. Das ist ein Hinge. Und ein Squat ist, meine Hüfte dreht sich nach außen, also Außenrotation, das heißt mein ISG und die Hüfte quasi locken sich ein. Und das ist ausschließlich dafür gemacht, um Dinge von oben nach unten zu bewegen. Kann jeder mal ausprobieren. Wenn ich quasi meine Knie fest rauspresse und dann versuche, mich nach vorne zu beugen und meine Zehen zu berühren, wird mir das nicht gelingen, ohne dass ich beginne, meinen Rücken quasi zu verwenden, um mich zu strecken und zu beugen. Und das ist genau das Kernproblem von einem Deadlift oder was auch immer. Und darum geht es. Das heißt, den Unterschied kennenzulernen, wann muss ich rotieren und wann muss ich quasi meine Hüfte locken. Natürlich brauche ich eine gelockte Hüfte, um zum Beispiel so hoch wie möglich zu springen, ja, um kurzen Power-Output zu generieren. Ja. Das ist am Hinge nicht möglich. Aber das zu trainieren und dann im Endeffekt auch dann in Übungen einzubauen. Und Übungen, Deadlift, Backsquat oder was auch immer, sind immer Kombinationen aus diesen beiden Sachen. Deswegen funktioniert es auch nicht immer, weil es ist nicht so simpel wie der Hinge ist ein Deadlift und vice versa, sondern der Deadlift besteht aus vielen Phasen, die natürlich primär bis zur Mitte Oberschenkel ein Hinge sind, aber irgendwann dann in einem Squat-Pattern, das heißt in einem Auslocken von der Hüfte enden. Das Problem ist, wenn ich beginne mit einer gelockten Hüfte, in einem Squat-Pattern, guess what, was ich dann am meisten spüren werde beim Deadliften? Richtig, meinen Rücken. Weil ich meiner Hüfte nicht erlaube zu drehen und dadurch auch gewissen Muskeln nicht erlaube zu feuern. Das heißt, die Lösung ist nicht, stärkere Rückenmuskulatur zu bekommen, sondern die Lösung ist, das Bewegungsmuster Hinge zu lernen. Beim Backsquat zum Beispiel, als Anwendung, das ist eine menschgemachte Übung, mit der Barbell am Rücken oder auch von mir aus mit einem Sandbag in der Hand. Das ist eine menschgemachte Übung. Ein natürliches Bewegungsmuster in der Natur, wenn es um den Squat geht und um den Squat-Pattern geht, ist ausschließlich Springen. Ausschließlich. Power zu generieren aus einer 90-Grad-Position. Es geht nicht darum, wenn ich mich hinhockerl, was dann passiert, sondern Power zu generieren ist Springen das Einzige. So, jetzt geht es um die menschgemachte Übung Backsquat. Was ist, wenn das alles nicht so simpel ist? Was ist, wenn das zum Beispiel ein Hinge am Weg hinunter ist? Das heißt, ich will die innere Muskelkette bis unter 90 Grad führen, eben um meiner Hüfte zu erlauben, dass gewisse Dinge aktiviert sind. Dann gehe ich wieder quasi aus meiner Bottom Position rauf auf ca. 90 Grad und ab 90 Grad ist dann ein Squat Pattern, wo ich explosiv hinaufkomme, meine Hüfte locker und dann raufgehe. Wenn ich beginne von oben weg den Backsquat, quasi mit einer gelockten Hüfte, komme ich A weniger weit runter, fühlt sich vielleicht ein bisschen stabiler an, aber sobald ich unten bin und raufkommen will, passiert dann Folgendes. Meine äußere Muskelkette ist quasi erledigt, weil ich sie von Anfang an verwendet habe und plötzlich rutschen Knie rein am Weg hinauf, ich beuge mich nach vorne, weil gewisse Dinge nicht mehr feuern. Also der Backsquat ist nicht so simpel wie ja, rauf und runter, sondern er besteht eigentlich aus zwei Bewegungen. Hinge hinunter und Squat hinauf. Grexies und alle, die noch Grexier werden wollen. Vielen Dank fürs Reinhören. Es war ein Volksfest. Ich hoffe, wir haben euch eine kleine Gedankenjause für den heutigen Tag mitgeben können. Wir würden uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns eine nette Bewertung da lasst oder einfach auch einen netten Kommentar oder uns eine Frage schickt. Wie immer an greg@grexgym.com.
hier einfach reinsteigen auf allen Social Media Kanälen oder mir direkt schicken. 0664 84 85 928. Wir haben richtig geilen Gratis-Scheiß, der richtig gut funktioniert da draußen. Get Grexy Challenge für 2 Wochen ausprobieren, YouTube-Playlist durchschauen. Ich wünsche euch was. Let's get Grexy.